nicht zusammen. Ja. Gehst du schon draussen? Ja. Mein Trainer. Der draussen, mein Trainer. Der Rick. Anwesenden Journalisten, unsere Gäste aus der Schweiz, unsere Partner, unsere... Ich begrüße selbstverständlich auch unseren Cheftrainer Adi Hütter. Ich denke, dass morgen eine spannende Ausgangslage ist für dieses Spiel. Wir sind zwei Punkte hinter Partizan. Ich denke, für unsere Mannschaft, speziell für unsere jungen Spieler, ist es sicherlich morgen eine richtig gute Herausforderung, hier in diesem Hexenkessel bei Partizan dieses Spiel spielen zu dürfen. Za našu ekipu, posebno za mlađe igrače u našoj ekipi, ovdje će biti jedan veliki izazov sutra u ovakvoj jednoj atmosferi, na ovakvom jednom stadionu da budu uspešni. Aber wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir hier fast gewinnen. Ali ako želimo dalje da prođemo, u situaciji smo da praktično bi morali sutra da pobedimo. Obwohl es gibt sicherlich noch die Konstellation mit Unentschieden und so weiter und dann alles könnte sich vielleicht dann in der letzten Runde entscheiden, aber wenn Partizan gewinnt, ist alles klar. Wenn wir gewinnen, müssen wir das Heimspiel gewinnen. Deswegen ist morgen für mich ein sehr, 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 sehr interessantes Spiel. Ja, gospodin Hüter, objasnimo matematiku, znači postoji mogućnosti i da se sa nerešenim ishodom neke stvari reše u posljednjem kolu. Jasno je da ukoliko Partizan pobedi, ide dalje, ali svakako da su ambicije ekipe Young Boysa da sutra proba da pobedi na taj način da prestigne Partizan i uveća svoje šanse da prođe dalje. Ein sehr hitziges Spiel, auf jeden Fall mit einer tollen Atmosphäre, auch sicher ausgeglichen. Beide Teams wollen sicher gewinnen. Očekuje nas sutra da sigurno jedna, kako se golman izrazio, vruća utakmica. Obe ekipe će sigurno želiti da pobede. Atmosfera će biti sigurno jako dobra. Ja, wir freuen uns natürlich extrem auf das Spiel und wir wollen natürlich auch gewinnen. I radujemo se sutrašnjem utakmici i želimo naravno da ostvarimo pobedu. Ja, wir haben einen fixen Ausfall von Steve von Bergen. Er ist nicht mitgefahren, er wird morgen nicht spielen. Steve von Bergen, znači, Stuttgart Kapitän. Jedini igrač koji sutra sigurno neće nastupiti, koji je povređen, koji nije ni doputovao, to je kapitän Steve von Bergen. Und die Option wird sein, entweder Gregory Wüttrich oder Marco Bürki. Znači, postoje dve alternative, to je Gregory Wüttrich i Marco Bürki, koji će ga zameniti, jedan od njih dvojice. Ausgerechnet oder gedacht haben, zu Beginn. Zu der ersten Frage, werden wir morgen dann auf dem Platz sehen, wer Kapitän ist. Und die zweite Frage wird sein, natürlich wollten wir speziell im ersten Spiel gegen Partizan zu Hause gewinnen. Wir haben in Skanderbeu auswärts, wo es nicht einfach ist, auch ein Unentschieden geholt. Schade ist das Heimspiel zu Hause gegen Dynamo Kiew, wo wir meiner Meinung nach die klar bessere Mannschaft waren und nicht gewonnen haben. Und jetzt sind wir unter Zugzwang und deswegen, wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir Spiele gewinnen. Prvo pitanje, vidjet ćemo ko će sutra biti, ko će nositi kapitensku traku, zavisi od toga ko bude sve na terenu. A što se drugog pitanja tiče, on smatra da protiv Partizana su sigurno imali nameru da pobede. Nije do toga došlo. U Albaniji su odigrali nerešeno kako su odigrali. Ono što smatra je trener da su u utakmici protiv Dinama Kijeva kući nezasluženo izgubili. Znači da su tu po igri, po svemu prikazom, zaslužili bolji rezultat. I ako negde imaju manjak, onda je pre svega u toj utakmici. Es ist möglich, dass vielleicht ein oder andere Spieler gegenüber dem Spiel am Sonntag gegen FC Zürich gewechselt wird, aber jetzt vielleicht nicht aus Rotation, sondern aus möglicherweise taktischen Gründen, möglicherweise auch aufgrund der Spielanlage von Partizan Belgrad. Može da se desi da bude da ekipa drugačije personalno izgleda u odnosu na poslednju prvenstvenu utakmicu koju su igrali protiv Ciriha, prvenstvo Švajcarske, ali ukoliko to bude bio slučaj, to neće biti zbog nekakve rotacije, nego jednostavno zbog prilagođavanja, taktičkog prilagođavanja na utakmicu i na protivnika. Partizan hat für mich einige Stärken. Das ist auf der einen Seite, dass sie unglaublich oft zu Null spielen. Sie sind defensiv sehr, sehr stabil. Und was sie auch haben, ist, dass sie
meiner Meinung nach vorne sehr gut verteidigen können, gutes Pressing spielen, gutes Gegenpressing, hat man auch zweite Halbzeit in Bern gesehen. Isto tako bih neke vrline protivnika, to je što deluju pozadi dosta stabilno, malo golova primaju, dosta stabilno deluju, a umeju i jako dobro da brane odmah od ove linije napred u napadu, znači da vrše pressing i da taj način sprečavaju izgradnju napada protivnika. Ich glaube, wir müssen Miralem nicht motivieren für das Spiel morgen. Er ist 100% motiviert für dieses Spiel. Natürlich werde ich zusätzlich mit ihm noch sprechen. Und er ist in guter Verfassung, in guter Form und ist sicherlich für ihn morgen ein spezielles Spiel. Ne mislim da nekoga od mojih igrača treba posebno motivisati, to važi i za Miralema Sulejmanija, ali svestan sam specifičnosti njegove situacije i verovatno ću s njim još posebno popričati u sutrašnjoj utakmici, ali on je u veoma dobrom stanju, u veoma dobroj formi, tako da očekujem da sutra pruži dobru partiju. Am Sonntag war mir der Meisterschaft wichtig, wo wir gewonnen haben gegen Zürich. U nedelju mi je švajcarsko prvenstvo bilo najvažnije, jedno smo pobedili Zürich. Und morgen ist mir wichtig, wir haben in dieser Gruppenphase nur mehr zwei Spiele. Ich habe vorher schon gesagt, wir müssen Spiele gewinnen. Deswegen ist mir persönlich und uns als Verein und der Mannschaft auch die Europa League sehr, sehr wichtig. Und wir möchten im Frühjahr auch ins Sechzehntelfinale, so wie Partizan Belgrad, die schon 13 Jahre auch warten, dass sie wieder dabei sind. I činjenica je da imamo samo dve utakmice do kraja grupe, dve utakmice u kojima nam trebaju dve pobjede da sigurno prođemo dalje, tako da celom klubu, ne samo ekipi, nego celom klubu je bitno da se sutra pobedi i da igramo 16. finala, baš kao što Partizan to želi koji 13 godina nije prezime u Evropi. Ja, kann man schon irgendwie als ähnlich bezeichnen, aufgrund Olympiakos auch heiße Zuschauer, wir waren in einer Situation, wo wir das Spiel auch gewinnen mussten. Morgen ist es ziemlich ähnlich. Ich denke, sowohl Olympiakos als auch Partizan sind zwei sehr, sehr gute Mannschaften. Aber auch Young Boys Bern ist eine sehr gute Mannschaft. Und wie gesagt, morgen ist es für uns auch der nächste Schritt in der Entwicklung, um zu sehen, wie weit das wir wirklich sind. Situacije od onda i sada su vrlo slične i tada smo morali da pobedimo, baš kao što praktično i sada moramo da pobedimo, a slične su situacije bile i kada je u pitanju publika. Veoma vruće u atmosferu i bučne navijače imaju i Olimpijakos i Partizan prošle godine. Bei einem bin ich mir ganz sicher, wenn wir zweimal gewinnen, sind wir weiter. Beim Unentschieden, wie gesagt, ist natürlich sind wir dann auf der einen Seite abhängig von Dynamo Kiew, aber auch von uns selber, dass wir das letzte Spiel gegen Skanderbeu gewinnen müssen. Also wie gesagt, unentschieden lässt noch alle Türen und Toren offen für das 16. Finale. Niederlage ist klar und Sieg ist auch noch nicht alles klar, aber die Chance wird dann größer. Jedino što je 100% izvesno, to je ako obe utakmice do kraja pobedimo, onda ćemo proći dalje. Sva ostala matematika, gospodin Hitler ponavlja, znači nerešeno ostavlja sve mogućnosti otvorene, a jasno je i da poraz zatvara vrata, odnosno šalje Partizan u 16. finala. Bila namen Zoran Tošić, nicht Partizan spielen wird. Ich habe natürlich auch erfahren, dass er gesperrt ist, aber ich habe mir natürlich auch, schaue mir auch immer die Spiele an und ja, schießt sicher gute Freistöße, aber es ist nicht die einzige Stärke, die Partizan hat und darum ist nicht nur der ganze Fokus darauf. Znam, informisan sam da Zoran Tošić neće igrati. On je sigurno jedan jako dobar igrač koji ima izuzetno dobre prekide, slobodne udarce, ali on nije jedina snaga Partizana, tako da u svakom slučaju nas čeka težak posao. Das war Frage an beide. Also, okay. Ich denke, dass mit Zoran Tošić sicherlich ein spielstarker Spieler fehlt, der im Offensivspiel sehr gute Anlagen hat, aber Sie haben mit Jankovic auch einen Spieler, der jetzt im Wochenende beide Tore erzielt hat, der auch in Bern das Tor geschossen hat. Deswegen hat auch er unglaubliche Qualität. Der Wamba gefällt mir sehr gut. Ostojic vorne, der unglaublich gefährlich ist. Ja, sie stehen hinten gut. Also es ist eine sehr interessante, gute Mannschaft. Auch von der Spielanlage haben sie viele Ähnlichkeiten mit uns oder wir mit ihnen. Ja, sigurno da Zoran Tošić je igrač koji ima svoj kvalitet, svoju vrednost za ovu ekipu, ali Partizan ima i nekoga kao što je recimo Janković koji je u Bernu postigao gol, koji je sad za vikend postigao dva gola, koji je vrlo sličan profil igrača, ima još neke igrače u napadu kao što je ta Vamba, tako da oni imaju dosta ofanzivnih kvaliteta i po tome smatram smo vrlo slične ekipe.
Gut, dann kommen wir langsam 18 Uhr und ist für die Medienschaffenden für die ersten 15 Minuten offen. Ich war lieber.